Ja, so. Begrüße Sie zu einer neuen Sequenz zum Apsenhaus. Ich bin Konrad Rennert, der Ehemann der Bauherrin. Das ist mein Schulfreund, der Karl-Günther Fritsch. Den kennen Sie wahrscheinlich schon aus den vorangegangenen Sendungen, aber er kann sich ja gleich vorstellen. Er ist nämlich hier als Architekt bei dem Umbau dieses Zimmers, was möglicherweise bald ein Kinderzimmer sein wird. Da ist er der Fachmann. Ja, gib mir das Wort. Ja, danke schön. Ich will gleich das Stichwort aufgreifen, Kinderzimmer. Denn das mussten wir erstmal feststellen, was wollen wir in diesen Räumen machen. Was ist die Nutzung eines Raums, in diesem Fall Kinderzimmer? Gut, die nächste Frage ist, wie stellen wir uns dann die Möblierung vor? Das müssen wir uns jetzt im Kopf erstmal klar machen. Und da haben wir uns grob gedacht, dass hier sich diese Wand sehr gut eignet für Regale oder der klassische Schrank. Dann der Spielebereich, wir denken im Moment an kleinere Kinder, momentan. Wäre der Spielebereich hier vor dem Fenster und der Heizung sehr gut, wunderbar dafür geeignet. Dann natürlich, jetzt gleich sind wir einmal rum, hier wäre der eventuelle Schlafbereich, aber besser noch hier an dieser Wand, mehr in den Innenräumen, nicht an den Außenwänden, vielleicht als Etagenbett oder Hochbett oder was auch immer. So, wenn wir die Nutzung festgelegt haben, dann können wir wiederum mal mit der Elektroplanung anfangen, die können wir eins zu eins direkt vor Ort machen. Jetzt drehen wir uns wieder einmal und hier sehen wir aus klassischer, früherer Zeit, wurden die Schalter sehr hoch gelegt. Aus heutiger Sache wird das passender und niedriger gemacht in Handhabungshöhe von 1 Meter, 1,10 Meter. Und das wäre der normale, klassische Lichtschalter. Wir müssen natürlich auch einen Staubsauger bedienen können. Und hier unten die Steckdose sollten wir mal in diesem Fall nicht benutzen, wegen noch kleinen Kindern, und setzen darunter direkt die Steckdose. So, das wäre das Symbol einer Steckdose. Dann wäre diese Konfiguration fertig für die Erwachsenen. Später, man kann sogar auch einen Bewegungsmelder hier reinsetzen, aber wir nehmen jetzt erstmal den klassischen Ein-Ausschalter. Dann würde hier die... Moment, ich muss ein bisschen... Ja, ich bin wieder zu schnell. Die Regalwand oder Schrankwand beginnen und dort enden. So, wir hatten ja vorhin schon gesprochen, dass hier der Spielbereich ist und wenn später vielleicht sogar ein Schreibtisch ist, also brauchen wir auch Strom. Und Sie sehen, dass man hier schon etwas ausprobiert hat von dort vor. Das müssen wir hier ein bisschen verbessern. Also, gehen wir hier aus der Ecke raus, 50, 60 cm und setzen wieder eine Steckdose. Da wir wahrscheinlich mit einer nicht auskommen, nehmen wir drei. Und das ist die 3 daneben. So, da wir hier mal vielleicht das Kommunikationscenter hinbringen wollen, setzen wir eine Antennensteckdose dazu und natürlich auch eine Telefonsteckdose, denn heute will man ja gleich einen Internetanschluss haben. Das wären die Symboliken, die dort stattfinden und gemacht werden sollen. So, mit rein kommen wir natürlich nicht aus und wir sollten auch die Wände so benutzen, dass wir die Möblierung nicht einschränken. Also gehen wir hier auch raus und setzen hier auch nochmal eine Steckdose hin mit der 3 dran. So, dann können wir nämlich hier auch möblieren, was wir wollen. Und hier sind wir bei dem Etagenbett oder was auch immer. Hochbett. Das bedeutet, dass man hier vielleicht noch eine Leselampe haben muss oder auch einen Anschluss. Und man muss natürlich in der Bettbreite vorsehen, mindestens 1 Meter, 1,10 Meter. Dann sollte man noch einen Zuschlag geben. Also 1,50 Meter wäre noch mein Vorschlag. 1,50 Meter von der Ecke weg und setzen hier auch nochmal 3 Steckdosen. Steckdosen können es nämlich nie genug sein. Das werden Sie später merken. Denn die Qualität eines Raumes wird oft an der Anzahl der Steckdosen bemessen. So,
Jetzt habe ich geschwitzt. Ich weiß, wie es weitergeht. Ja, okay, da werden meine Enkel dankbar sein, falls die mal hier drin wohnen. Ich danke dir. Ja, Karl Lüther, wir haben jetzt hier die Steckdosen getragen. Ich erinnere mich an unsere Kinder, die haben dann immer alles Mögliche da versucht reinzustecken. Ja. Die Löcher verführen wir dazu. Ja, ganz genau. Und ich habe ja eingangs erwähnt, da vorne, da machen wir die Erwachsenen, legen die Steckdosen oben, hier legen wir sie unten hin. Klar, wir müssen jetzt hier, da die zugänglich sind für Kinder, natürlich Sicherheitssteckdosen, sollten auf jeden Fall eingebaut werden. Und um das auch nochmal klar zu machen, hier ist das 30 cm, sollten die vom Boden weg. So, dann haben wir sie gesichert. So, und ich hoffe, dass mit diesem Beitrag Sie ein Fan von uns geworden sind und uns mit unseren weiteren Sequenzen begleiten werden. Bis dann. Okay, danke dir, Herr Günther. Bis zum nächsten Mal.